Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Und ja, hier stehen wir nun alleine, verlassen, neben uns ein Luftschiff, das kaputt ist, denn wir sind abgestürzt. Und ja, was alles so im letzten Part passiert ist, werde ich euch in Kürze vorlesen, wenn ich das Teil dann finde, was neu ist. Der Siegelwall. Die Party bricht auf zum Siegelwall, einem Portal, das die Welt mit der Welt der Esper verbindet. Eigentümlicherweise finden sie die Basis, die das Tor bewacht, bei ihrer Ankunft verlassen vor. Die Rache der Esper. Kefka stellt sich der Gruppe entgegen, nachdem ihr heimlich gefolgt ist. Vor dem Siegelwall kommt er zum Kampf. Doch inmitten des Gefechtes stürzt eine Horde Esper, durch die das Tor darauf versiegelt wird. Ein Imperium in Flammen. Die Esper, die durch das unversiegelte Tor strömten, verwandelten das Imperium in Asche, griffen jedoch auch Luca und ihre Begleiter an. Ja, und dadurch sind wir hier gelandet. Leider können wir das Flugschiff nicht benutzen. Es ist kaputt. Aber wir haben dafür eine andere Sache. Und zwar, wir können uns hier einen schönen, netten, goldenen Schokobo holen. Na, hallo? Ja? Mach doch! Mäh! Erklär mir nicht so viel. So, wir könnten hier die ganzen Städte hier nochmal bereisen, aber wozu? Kennen wir schon alle. Ach, die Musik ist so geil. Hört mal rein. Ich glaube, die ist echt neu aufgelegt. Habe ich das Gefühl. Die ist echt cool. Ja, wir müssen jetzt nämlich nach Vector. Vielen Dank, Schokobo. Tschüss. So, diesmal dürfen wir da auch rein. Wir haben da jetzt keine Sperre mit einem riesen metallischen Roboter. Tja, aber Vector. Sah schon mal besser aus hier. Hier ist auch keiner. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen schneller hier voran. Ja, was zur Hölle? Was soll das alles so bedeuten? Was zur Hölle? Junge Heldin, das Schicksal dieser Welt liegt in euren Händen. Schlagt euch tapfer. Ja, mach ich. Gab's hier was? Nö. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, so Sachen gibt's hier, glaube ich, nicht mehr so coole. Kenne ich doch alles schon hier. Okay. Brauchen wir wohl echt mal eine neue Stadt. Na? Was hat das alles so bedeuten? Das wüsste ich auch gerne. Was hat das alles so bedeuten? Was zur Hölle? Was hat das alles so bedeuten? Ich glaube, die sagen alle dasselbe. Ich habe da so ein Gefühl. Was zur Hölle? Was um alles in der Welt ist hier geschehen? Das soll die erstmal gewesen sein, unmöglich. Oh Mann. Der killt meine Stimme. Als sie eintrafen, war bereits alles zerstört. Oh. Muss ich da lang? Ich guck mich noch um, weil ich will jetzt nicht wieder durch die Fabrik latschen.
Ja, weiß nicht. Ich versuch's mal. Oh. Die Imperator erwartet euch. Bitte folgt mir. Muss ich? Imperator Gestahl erwartet euch in seinen Gemächern. Was will denn der Opa jetzt von mir? Die Esma haben uns angegriffen, das Imperium liegt in Trümmern. Ich habe jedweden Kampfsmut verloren. Der Krieg ist vorbei. Als der Imperator von Kefras finsteren Taten erfuhr, ließ er ihn umgehend in den Kerker werfen. Lebenslänglich. Imperator Gestahl erwartet euch in seinen Gemächern. Na toll. Diese Zerstörungskraft der Esma, es war schrecklich. Frieden! Okay, ich darf da nicht hin, ich hab's kapiert. Es ist aus! Der Krieg ist vorbei! Der Imperator hat sich eines Besseren besonnen. Dr. Sid! Erstmal kam man, um die Gefährten zu befreien. Als sie sah, dass keiner der ihnen überlebt hatte, wurden sie rasend und zerstörten die Stadt. Mit meinen eigenen Ohren vernahm ich ihre wütenden Schreie. Wir beabsichtigen nicht mehr zu kämpfen. Der Krieg ist vorbei. Ich habe die Kraft erstmal unterschätzt. Wird nichts unternommen, werden sie die Welt in den Untergang reißen. Vor diesen Wesen ist selbst das Imperium machtlos. Es muss einen Weg geben, sie zu besänftigen. Kein Mensch ist dessen fähig, so fürchte ich. Ehrenvolle Krieger, lasst uns bei einem festlichen Bankett heute Abend die Bande festigen. Leider gibt es doch immer Soldaten, denen Friede ein Dorn im Auge ist. Es wäre klug, von dem Bankett möglichst viele von unserer Sache zu überzeugen. Bitte sprecht mit möglichst vielen Soldaten. Euch stehen 4 Minuten zur Verfügung. Ja, Leute, jetzt kommt ein Minispiel. Was ich richtig geil finde. Und wir haben tatsächlich erst nur 4 Minuten Zeit. Es wird möglichst vielen Soldaten zu labern. Wenn ihr es ihr nicht synchronisieren oder vorlesen, denn es sieht jetzt wirklich jede Sekunde. Also nimmt es mir nicht übel. Sachen wie Kisten und so werde ich erst am Ende, ganz später, holen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass man Soldaten. Das hat später einen Sinn. Ja, es gibt auch Soldaten. Die wollen erst nach dem Kampf mit uns reden. Ne? Man muss mit der Faust überzeugen. Es zählt wirklich jede Sekunde. So, wen habe ich denn hier noch nicht? Ah, okay, 8. Junge, lass mich da durch. Ey, ich will da hoch. Also das ist manchmal hier echt nervig hier mit den random Laufen hier. Ich weiß gar nicht, wie viele man maximal holen kann. Ich, ja, weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, wir liegen gut bei der Zeit. Habe ich das Gefühl. Da ist noch einer. 11.
Je mehr, desto besser. So, die auch noch. Nein, da ist keiner. Ah, ist. Mach hinne. 15. 16. 16. Ah, so, der will auch kämpfen, okay. Boah, die Zeit. Ja, ja, geht eigentlich. Ja, ja. Ihr könnt ja auf Pause stellen, wenn ihr das unbedingt lesen wollt. Aber eigentlich ist das voll uninteressant. So. Jetzt geht es hier nämlich weiter. Was, ich sehe so als Soldat? Ja. Fazit haben wir schon. Boah, wir sind gut. Nein, 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 nein. Da war zwar Kefka, aber den können wir später noch auslachen. Denn wenn wir das jetzt machen, werden wir wertvolle Zeit verlieren. Der will kämpfen, okay. Ah, es könnte knapp werden. 22. Geh doch da runter! Hä? Oh, was ist denn los? 23. Oh, jetzt, was ist denn? Keine Ahnung, irgendwie, weiß gar nicht, fehlt da noch einer? Und so ward in jeder Nacht das Bankett mit dem Imperator abgehalten. Okay. Bitte folgt mir. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz Pause machen. So, es kann weitergehen. Ich bin so frei, auf die Seite der Rückkehrer zu setzen. Also, mich, meine ich. Also, ne? Wohlan, endlich ist die Zeit gekommen, da wir gemeinsam beim Tische sitzen. Lass uns anstoßen auf meine Freunde. Auf. Leute, jetzt ist wichtig, dass wir gewisse Sachen auswählen. Das wird uns Punkte geben. Diese Punkte können wir später für was Geiles nutzen. Ihr schaut einfach mal zu. Die Heimat. So soll es sein. Trinken wir auf die Heimat. Als ich erfuhr, welche Machenschaften Kefka in Doma verbrach, ließ ich ihn auf der Stelle arrestieren. Doch was soll nun mit dem schon geschehen? Er soll im Kerker schmoren. Ich verstehe. Nun, vorerst soll er in seiner Zelle meiner Entscheidung harren. Moment. Ich habe nämlich hier mir so eine kleine Checkliste gemacht. Und ich muss halt immer abstreichen, damit hier auch alles seine Richtigkeit hat. Moment. Oh. Bleib aus. So. Es kann weitergehen. Was in Doma geschah, ist unverzeihlich und eine Schande für mein Reich.
Wer hätte damit rechnen können, dass dieser irre Kafka Gift einsetzen würde? Worte können meinem Bedauern kein Ausdruck verleihen. Kafka soll seine gerechte Strafe erleiden. Und ich will mich mühen, diese Welt von allem Gift zu befreien. Um auf Seles zu sprechen zu kommen. Seles ist einer von uns. Kafka hat nichts als Lügen verbreitet. Früher, als ich erkannte, Seles den Irrsinn dieses Krieges. Nur aus diesem Grund schloss sie sich den Rückkehrern an. Nun denn, sollte es noch ein Fragen geben, will ich sie gerne beantworten. Hier ist es egal, was wir wählen. Ich habe eingesehen, dass sie unsere Kräfte einen müssen. Verzeiht meine Ungeduld, doch möchte ich das Gespräch auf die Esper lenken. Der Angriff der Esper hat das Imperium in ein Trümmerfeld verwandelt. Zu mächtig sind sie. Und unternehmen wir nichts, droht vielleicht gar der ganzen Welt der Untergang. Als die Esper uns mit ihrer Allmacht straften, versiegte mein Machtdurst. Was mich dazu trieb, alles beherrschen zu wollen, kann ich nicht einmal mehr sagen. Natürlich enthebt mich dies nicht der Verantwortung für all das Leid, das ich über die Menschen gebracht habe. Verzeiht mein schlechtes Gedächtnis, aber wie lautete noch gleich eure erste Frage? Das ist sehr wichtig jetzt. Wir haben nämlich gefragt, warum begann ihr diesen Krieg? Damit können wir uns jetzt 5 Extrapunkte holen. Nein, nein, nein. Was bewegte euch zum Frieden? Das war's. Das haben wir gefragt. Ja. So, so. Jedenfalls strebe ich nach Frieden. Dies ist die Wahrheit. Bitte glaubt mir. Ja, der Redung wird schon lange schon. Sicher seid ihr erschöpft. Ja, erstmal eine Pause. Wobei. Nein, das ist irrelevant sowieso, aber trotzdem. Gibt es sonst noch etwas, das ihr von mir hören wollt? Moment. Sehr wohl. Ein Ende der Kämpfe entsehne ich und eine Bitte habe ich an euch. Nach ihrem Angriff auf uns flogen die Esper nördlich mit Kurs auf die Halbmondinsel. Dass die Mission behelligt, so haben wir keine Gewissheit, wann sie das nächste Mal rasen. Gerne würde ich die Esper aufspüren und mich mit ihnen aussöhnen. Dort zieht man in Betracht, was das Imperium den Espern bis dato angetan hat. So werden wir alleine die magischen Wesen nicht zum Einlenken bewegen können. Hier kommt Luca ins Spiel. Wahrlich ist Luca die Einzige, der es gelingen kann, eine Brücke zwischen Espern und Menschen zu schlagen. In Kürze wird von Albrook aus ein Lastschiff mit Markitech Max gen Halbmondinsel aufbrechen. Kann ich von eurer Unterstützung rechnen? Natürlich. Auch wir wollen einen unserer besten Männer entsenden. General Leo, tretet vor. General Leo, zu euren Diensten. Den habe ich doch irgendwo schon mal. Richtig, das Captain Doma.
der einzige Typ, der etwas in der Birne zu haben schien. Leo ist also sein Name. Ihr seid es für Saskia's Doma. Vergebt mir, dass ich Kefkas Giftanschlag nicht verhindern musste. Es ist nicht eure Schuld. So denn, ich werde nach Albruck vorauseilen und euch dort erwarten. Findet die Esper und versöhnt euch mit ihnen. Unsere aller Hoffnung ruht allein auf euch. Möge Glück euch beschert sein. Wenn Luca geht, gehe ich auch. Danke, Lurker. Der Rest von euch sollte hier bleiben und Gestahl im Auge behalten. Die Sache stinkt. Fürwahr, den Worten des Imperiums Glauben zu schenken, fällt schwer. Seid unbesorgt. Wir werden jeden Schritt des Imperiums aufmerksam verfolgen. In Ordnung. Wir zählen auf euch. Und wir auf euch. Seid vorsichtig und viel Glück. Ja, so ist es. Wir sind nur noch wir beide übrig, Luca und Lurker. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich diese Burg, und zwar jetzt richtig in Gänze zu erkunden. Ja, da wird wahrscheinlich auch der Rest der Partys draufgehen. Leute. Also, ja, ist ja egal. Ja, ich hoffe, es war okay, dass ich mir so eine kleine Checkliste gemacht habe. Denn ich wollte wirklich das Bestmögliche an Ergebnis hier rausschlagen. Warum seht ihr jetzt? Eine Botschaft von Imperator. Die soeben gehaltene Unterredung sowie die Zahl der angesprochenen Soldaten haben folgendes Ergebnis. Die imperialen Truppen ziehen aus Sidvigaro ab. Weiterhin werden unsere Truppen Doma verlassen. Das Waffenlager des Kontrollpostens am östlichen Gebirge wird aufgelöst. Waffen und Rüstungen seien euch überlassen. Dies schließlich ist ein persönliches Zeichen der Aufmerksamkeit und Wertschätzung des Imperators. Die Katzenglocke erhalten. Mit Verlaub? Ja. Wir haben dadurch... Albruck ist eine Hafenstadt in Süden des Imperiums. Von dort soll das Larschiff mit dem Markitek Max gegen Halbinsel auslaufen. Wir werden hier nach dem Räten sehen. Kümmert ihr euch um die Erspa? Ja, wie gesagt, ich habe halt dadurch jetzt einfach, ja, gewisse Sachen erreicht, die wir später auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zu schätzen wissen. Signalohrring erhalten. Next Potion. Die Items schauen wir uns später an. Denn, ja, die Städte sind jetzt frei vom Imperium, was auf jeden Fall wichtig ist. Und dieser eine Ort, den wir ja gerade gehört haben, der ist jetzt frei. Und wir können uns jetzt die Waffen etc. da alle, ja, holen. Tja. Ne, Hände waschen am Klogang, ganz wichtig. Ich wollte euch das einfach präsentieren, dass das hier einfach möglich ist. Ja, ne, also, ich hoffe, ihr habt alle weggeguckt. Denn ich will da durch. Hallo. Es ist doch unfassbar. Also manchmal ist das wirklich einfach nur eine Qual. So. Wenn wir hier natürlich alle Items haben, dann werden wir weiter marschieren. Man kann, bevor wir weiter marschieren, noch eine sehr interessante Bonusszene auslösen. General Leo erwartet euch in Albruck. An seiner Seite sollt ihr die erstmal suchen. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Ja. Und zwar müssen wir noch einmal zum Flugschiff gehen.
Und dort kriegen wir dann eine sehr interessante Szene. Aber das machen wir später. Das kommt noch. Keine Sorge. Ich verpasse hier nichts. Das ist nur ein bisschen langsam ist hier. Da natürlich hier Zack mit seinen Laufschuhen fehlt. Aber ich denke, das schaffen wir schon noch. Das ist auch nur eine Kiste. Sturmmantel oder Nadel. Ach, egal. Ich kann auch. Weiß nicht. Weihwasser. Und hier auch nochmal. Vor seinen Augen. Ja, ich bin da halt nicht so diskret, also, ne? Wenn, dann richtig. So, weiter runter. Ah, ja, natürlich. Nein, noch einmal mache ich es nicht. Was euch geschehe, ich werde Kefka nie verzeihen können. Jetzt können wir ihn auslachen. Ha! Was fällt dir denn ein, mir so ein schäbiges Zimmer zu geben? Imperial Suit? Dass ich nicht lache. Zimmer Service? Die Klobrille ist nicht beheizt. Ungeheuerlich. Wie öde. Ja, das ist total spannend, was er so erzählen hat, ne? Und das hätte uns jetzt wertvolle Zeit gekostet, hätten wir das, also ihn angelabert, wenn wir, ja, ne? Wenn wir die Sache mit den Soldaten hatten. Und warum habe ich gerade Lex? Ich habe keine Ahnung. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Warum leckt denn das? Moment. So. Ich hoffe, dass es jetzt flüssiger läuft. Keine Ahnung, was das eben war. Aber egal, wir machen halt weiter. Wir haben noch einiges zu tun. Jawohl. Ja, keine Ahnung, mit euch brauche ich nicht reden. Ihr habt eh alle nichts Relevantes zu erzählen. Das Relevante, das zeige ich euch nämlich jetzt mit Setzer. Denn der ist am Luftschiff. Und falls ich irgendwann mal da auch ankommen sollte, können wir auch weitermachen. So, alles kann ich hier ein bisschen schneller laufen. Leider sind wir halt zu zweit, aber naja, was soll's. Ich sag's euch gleich. Also, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall ein paar Gäste haben. Ja, mehr, also das weiß ich jetzt schon. Nicht nur einen Gast werden wir haben, sondern diesmal zwei Gäste. Denn es ist ein Part, wo zwei neue Charaktere auftreten. Und diese möchte ich auch in dieses Spiel einbauen. Also halt Namen geben. Und die Namen von den Personen, die ich da einbauen werde, die werden ja, nächsten Part dann mit mir live zu Gast sein und diese Personen vertonen. Ja, ich habe mir das einfach gedacht, dass sie dann gleich ihre Personen sprechen können beim Erstauftritt. Finde ich cool, sowas. Ich hoffe, euch wird das auch gefallen. Auch die Wahl der Gäste, welche das sind, werde ich noch nicht verraten. Und ja, wenn es hier mal weitergehen könnte, mehr machen wir auch nicht mehr, außer das kleine Gespräch, dann ja, ist der Part auch fertig. Es ist nur schade, dass wir jetzt zu zweit sind, aber das ändern wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part auch gefallen. War doch recht, ja, gechillt. Bis auf die kleinen Kämpfe jetzt hier am Ende. War es doch recht angenehm.
Ich könnte die auch rausschneiden, aber komm. Ein bisschen Action am Schluss muss halt auch sein. Ja, ich hoffe, dass das auch okay war, dass ich, wie gesagt, mit dem Guide geguckt habe. Ich habe ein paar Sachen verpasst und vergessen, im Guide aufzuschreiben. Habe ich gemerkt, eben nach dem Cut, wo ich ja geguckt habe wegen den Lags. Aber es ist nicht so schlimm. Das Einzige, was wir... Also, wir haben zwei Sachen dadurch... Ja, weniger. Es gibt 24 Soldaten, die man überzeugen hätte können. Wir haben nur 23 überzeugt. Und in der Pause, die ich nicht genommen hätte, hätten wir jemanden aufs Maul hauen können. Hätten wir 5 extra Punkte bekommen. Hätten wir mehr Fragen gestellt als nur die eine, hätten wir Zusatzpunkte bekommen. Pro Frage 2 Punkte. Schade. Und wir hätten eigentlich nur noch eine einzige Belohnung bekommen. Irgend so einen komischen Reif und das war's dann auch. Also mehr hätte sich dadurch auch nicht getan. Ist das nicht so, dass wir dadurch irgendwie Story-Input verloren hätten oder so? So, jetzt werde ich euch nur noch die Story-Sequenz zeigen. Und dann rüste ich mich ein bisschen anders um. Offscreen. Ein prächtiges Luftschiff! Unsere Bruchlandung hat dummerweise den Antrieb zerlegt. Die Reparaturen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde euch helfen. Mit Maschinen kenne ich mich bestens aus. Vielen Dank, aber ich verzichte. Wenn ihr das Casino mit seinem schweren Gerät entfernen würdet, flüge das Schiff sicher mit doppelter Geschwindigkeit. Kommt gar nicht in Frage. Jetzt lass mich in Ruhe arbeiten. Dabei könnte eine Gewissoptimierung von X2NM bla 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 bla. Du hängst wirklich sehr an diesem Schiff, nicht wahr, Puma? Tja, selbst so ein fatalistischer Spieler wie ich war mal jung und hatte Träume. Wie meinst du das? Ja, die Blackjack sollte das schnellste Schiff am Horizont sein. Und jetzt? Damals gab es jemanden, der meinen Eifer angestachelt hat. Der Captain des Falken, des schnellsten Luftschiffes der Welt. Wir waren Rivalen und dann wieder Freunde, die ihre Träume teilten. Fantasierten davon, wer von uns wohl als erster zu den Sternen vorstoßen könnte. Doch der Falke zerschellte und mit ihm sein Captain und meine unbeschwerte Jugend. Daryl. Tja, das war die Geschichte um Daryl und Puma. Ich fand das schön, dass das Spiel einfach mal, ja, noch ein Stück interessant ins Detail geht. Und ja, das war dieser Part. Wir sehen uns im nächsten Part mit Gästen. Vielen Dank und tschüss.